kein Landrecht. Wilmar hat auch kein Landrecht. Oh ja, ich bin Balak. Ja, was machst du hier? Also. Ich bin da heute hochgeklettert und habe ein Banner aufgehängt. Hi. Ich sollte mit Bernadine reden. Bezüglich ihres Hostessentalks. Haben wir nichts zu vergeben. Also ist es hier nicht, sondern reingehen. Wir sind eine Umweltorganisation und arbeiten schon seit vielen Jahren zum Schutz von Tropenwäldern. Aha. Und Unilever hat da sehr viel mit zu tun. Unilever ist nämlich einer der größten Einkäufer und Verbraucher von Palmöl. Und für das Palmöl, was zum Beispiel in der Rama-Margarine steckt, werden großflächig Regenwälder zerstört und Menschen von ihrem Land vertrieben. Und deshalb sind wir heute hier, nicht alleine, sondern zusammen mit Rettet den Regenwald, Watch Indonesia und vor allen Dingen Gästen aus Indonesien, Regenwaldkämpfern. Leuten, die selber Opfer der Palmölindustrie geworden sind, deren Zuhause kaputt gemacht wurde und die jetzt hier sind, um von Unilever zu fordern, dass sie sich dafür einsetzen, dass sie ihr Land zurückkriegen. Wir haben hier heute Morgen um 10 Uhr angefangen. Die Indonesier hatten eigene Schilder, eigene Forderungen mit dabei. Die Mitarbeiter von Unilever guckten da hinten aus den Fenstern und wagten sich hier erstmal nicht runter. Irgendwann kam dann der Pressesprecher, ungefähr um 11:30. Also gute 1,5 Stunden, nachdem ihr hier auf ihrem Grundstück, vor ihrem Haus direkt wieder einen Aufschlag gemacht habt. Ja, und hatten eigentlich nichts zu bieten, außer alles abzuwehren. Die Indonesier hatten ein eigenes Forderungspapier dabei und selbst dieses Papier hat der Pressesprecher nicht angenommen. Die wollten gerne, dass einige Indonesier mit reingehen. Aha. Die wollten das aber nicht, sondern wollten, dass das im öffentlichen Rahmen verhandelt wird und keine Hinterzimmergespräche daraus werden. Die haben schon genug erlebt, dass sie über den Tisch gezogen wurden und darauf haben sie einfach keine Lust mehr. Haben im Prinzip alles verloren, ihr ganzes Zuhause, ihren Wald, von dem sie leben und wollen jetzt nicht mehr abgespeist werden mit irgendwelchen leeren Versprechungen. Was passiert ist, dass hier Gruppen von Mitarbeiterinnen rein und raus gehen. Jetzt ist gerade ein bisschen Pause, aber heute Nachmittag wird das wohl noch mal mehr. Wir haben gehört, dass Unilever heute Weihnachtsfeier hat. Von daher rechnen wir damit, dass hier noch viele vorbeikommen. Und wir haben auch eigene Schreiben an die Mitarbeiterinnen gemacht, dass sie sich aus unabhängiger Quelle mal informieren und nicht nur einfach dem Konzern glauben. Und was ist von eurer Losung Occupy Unilever zu halten? Wir hätten gerne, dass noch mehr Leute Unilever belagern, nicht nur hier, sondern auch an vielen anderen Standorten, weil dieser Konzern sich bislang einfach überhaupt nicht bewegt und das so schlimme Folgen hat, wenn der Tropenwald platt gemacht wird, kaputt gemacht wird. Für die Menschen hat das schlimme Folgen, aber auch für uns alle, für das Weltklima. Es ist noch zurzeit ein bisschen offen. Also es hängt von der Dynamik der Situation ab, auch von den Chancen, die wir uns hier noch ausrechnen. Heute bleiben wir auf jeden Fall länger hier. Morgen nicht hier sind, nicht übermorgen, vielleicht doch schon wieder da sind. Okay. Also es ist auch nicht die erste Aktion, die wir hier machen. Aha. Es hat auch schon Gespräche mit Unilever einige gegeben, nur die haben uns in der Sache noch nicht weitergebracht. Und was uns auch besonders noch ärgert, ist, dass Unilever so eine Greenwashing-PR-Strategie hat, wo sie selber sich noch als grünes Vorzeigeunternehmen hinstellen und sie benutzen dafür ein bestimmtes Siegel und in diesem Siegel sitzen sie selber im Vorstand, also in dem Gremium, was das Siegel vergibt. Mhm. Und der Lieferant von ihnen, Wilmar, der diese ganzen Schweinereien zu verantworten hat, sitzt auch damit drin. Also so, dass sich sozusagen die Täter selber Unbedenklichkeitsbescheinigung ausstellen. Und das ist eine Frechheit, dass Unilever sich weiterhin hinstellt und sagt, sie verkaufen nachhaltiges Palmöl. Das ist einfach gelogen. Wir wollen, dass die Expansion der Palmölplantagen gestoppt wird. Und dafür muss Wilmar, der Lieferant von Unilever, unter Druck gesetzt werden. Und wer kann das als Bester tun? Nämlich Unilever, weil die einen Großteil ihres Palmöls bei Wilmar kaufen und wenn die Druck ausüben würden auf Wilmar, dann würde das Wilmar wirklich ernst nehmen und auch seine Konzernpolitik ändern. Das ist unsere Hoffnung oder der Hebel, den wir ansetzen wollen. Ja, kann man was loswerden bei euch? Nee, danke. Nein, aber haben Sie noch Engelsflügel? Vielen Dank. Aber die sind drin. Was zu tragen? Nö, ist also, freiwillig. Ich finde das jetzt so lieb, also bei mir können sie tatsächlich was loswerden. Na, dann versuchen wir es. Ich danke Ihnen schon. Glühwein ist doch. So würde ich auch einen nehmen. Dann immer zu. Ja, und bedanke mich herzlich. Gar nicht für. So, einmal. Aber hier, das kannst du gleich gut verteilen. Kann ich noch mitnehmen, ja.
wegen Glühwein im Austausch oder so als Beschwörung? Ne? Will noch jemand einen Heiligenschein von euch? Ihr habt die schon durch. Naja, natürlich, ihr seid ja prinzipiell heilig. Genau. Genau, schon durch Mitgliedschaft. Okay, ja. Sonst kann ich nichts mehr tun für euch. Ja, dann habe ich alles gemacht, was ich machen wollte. Ich bin Reinhard Behrendt vom Verein Rettet den Regenwald. Mhm. Und wir sind hier, weil Unilever weltweit Palmöl aus Indonesien verkauft. Dieses Palmöl wird auf Land angebaut, das den einheimischen Bauern gestohlen worden ist, wo der Regenwald vernichtet worden ist. Wir haben jetzt hier 8 Indonesier und ein Kind zu Besuch, aha, die von dieser Landvertreibung betroffen sind. Und die fordern ihr Land hier von Unilever zurück, denn die Kunden von Unilever sind verantwortlich für diesen Landraub. Wie hat denn Unilever darauf reagiert, dass hier echte Indonesier, also richtige betroffene Opfer vor Ort sind? Ja, sie sagen immer, ihr müsst das Problem in Indonesien lösen. Die Weltbank arbeitet dran, die Gerichte und alle möglichen Leute in Indonesien arbeiten dran. Und wir können nichts machen, weil wir haben weltweit 240.000 Lieferanten. Und wir können das einfach nicht überprüfen, wie kriminell die alle sind. Aber könnte es Unilever doch überprüfen, Ihrer Meinung nach? Ich denke, sie müssen das überprüfen und sie wollen es nicht, weil sie eben wissen, dass es Tausende und Zehntausende Landkonflikte gibt, dass im Grunde die meisten Rohstoffe, die wir hier verbrauchen, gestohlen werden von dem Land der Einheimischen, dass die Menschen davon nicht profitieren, sondern dass sie ausgebeutet werden, vertrieben, in die Slums abgedrängt. Und dass Unilever, wenn es die Verantwortung für diese Verbrechen übernehmen würde, ganz anders sich umstrukturieren müsste. Occupy Unilever, was hat es damit auf sich? Die Indonesier, die hier zu Besuch sind, haben gar keine andere Wahl, als Unilever massiv unter Druck zu setzen. In ihrem eigenen Land werden sie durch Militär und Polizei völlig niedergeprügelt. Und nur hier, wo die Konsumenten sehen, was passiert, können sie sich gegen so einen Konzern wehren. Unilever hat daraufhin das Gebäude, wo sonst Publikumsverkehr ist, gesperrt. Aber die Menschen aus Indonesien werden weiter hierbleiben und auf ihre Forderungen bestehen. Und Umweltgruppen wie Robin Wood oder Rettet den Regenwald und andere werden weiter dafür eintreten, dass dieses Palmöl nicht auf Kosten der Menschen und der Natur erzeugt werden darf. Also im Hintergrund sehen wir noch richtig Halligalli da drin. Ja, aber wenn man rein will, haben sie da ihre Bodyguards, die alle anderen Leute raushalten. Und sie waren auch nicht bereit, uns alle reinzulassen. Und wer ist denn jetzt da drin? Also diese Unilever feiert gerade Weihnachten. Passenderweise. Tut immer so, als wäre es das ökologischste Haus in ganz Deutschland. Aber alles, was man hier sieht, ist letzten Endes mit Gewinnen gebaut, die man auf Kosten der Menschen in Indonesien und anderen Ländern erzielt hat. Also klassisches Greenwashing. Ja, wir warten jetzt auf die nächste Reaktion von Unilever. Es war jemand hier und hat mit den Indonesiern gesprochen. Und wer war das? Der Herr Köhnen, der dort für die Kommunikation zuständig ist. Und der wollte jetzt nochmal in Indonesien nachfragen, wie gerade die Situation ist. Und wir warten jetzt, dass er wieder rauskommt. Entschuldigung, sind Sie von Unilever? Gab es irgendwelche Verhandlungserfolge? Oder? Von wem sind Sie denn drauf? Ich bin ein interessierter Bürger. Ja, nee, okay. Dann. Danke. Zu was sind Sie bereit? Wir haben bisher nichts Konkretes gehört, wie gesagt. Wir denken, dass es notwendig ist, weiter Aktionen zu machen, und zwar weltweit. Wir haben jetzt auch kleine Aktionen in Paris und Berlin, bis die Menschen einfach verstehen, dass dieses Palmöl einfach unakzeptabel ist, dass wir das nicht mehr kaufen und konsumieren sollten. Das sagt praktisch Unilever, will und kann das nicht kontrollieren, was die einzelnen Lieferanten machen, sondern er versucht, die Verantwortung auch abzuschieben auf Weltbanken oder Gerichte in korrupten Ländern. Und haben Sie den Eindruck, dass Unilever gerade ein bisschen nervös wird hier? Ja, wir haben absolut den Eindruck, dass sie nervös sind. Also die Mitarbeiter sind nervös, sind angewiesen worden, nicht zu reden. Sie sind dabei, ihr Haus total zu verrammeln. Und wichtig ist, dass wir diesen Prozess der
Belagerung einfach fortsetzen können und dass er sich weltweit ausweitet. Unilever ist so unwillig zu reagieren, weil sie wissen, es geht nicht nur um diesen einen Fall, sondern es gibt tausende Fälle von Landraub und Betrug an der einheimischen Bevölkerung. Und wenn sie an einem Fall helfen, dann haben sie Angst, dass ihnen tausende andere Bauern vor der Tür stehen und dass auch ihr Land zurückhaben wollen. Was heißt Haus zu verrammeln? Also im Moment sehe ich hier noch keinerlei Polizei oder irgendwas. Also alle versuchen mal reinzugehen, dann würde es das klären. Und die Polizei wurde auch nicht geholt, weil Unilever versucht natürlich alles auf Dialog zu machen und so zu tun, als würde sie ja mit der Öffentlichkeit reden. Und, wie gesagt, eben zu versuchen, dass die Menschen darauf festzunageln, dass sie doch mit der Weltbank oder den Gerichten in Indonesien und so diese Probleme klären sollen und nicht selber ihre Rechte hier einfordern. Also ich habe mitbekommen, dass Unilever heute schon den Indonesiern angeboten hat, direkt ins Haus zu kommen und zu Verhandlungen bereit ist. Das wurde nicht angenommen. Sie sind vor mehreren Monaten im August in ihrem Dorf überfallen worden. Das Dorf wurde völlig zerstört und seitdem leben sie unter freiem Himmel praktisch. Unilever und diese Konzerne in Indonesien haben schon 100-mal Verhandlungen angeboten und Versprechungen gemacht, aber es passiert eben nichts. Und deswegen wollen sie sich nicht auf solche wertlosen Dialoge einlassen. Wertlos, weil sie eben zu keiner verbindlichen Hilfe für die Menschen vor Ort führen, sondern nur zu allgemeinem Gerede über, man muss eben miteinander reden und das muss in Indonesien geklärt werden, aber eben ohne tatsächliche Hilfe für die Menschen, die da jetzt seit August ohne Behausung sind und deren Land eben gestohlen wurde von dem Palmölkonzern. Mit welcher persönlichen Utopie sind Sie heute hier? Ich weiß nicht, ob mit Utopie. Ich bin mit der Hoffnung hergekommen, dass viele Menschen sehen, wie ihr Konsum die ganze Welt bedroht, vor allen Dingen die Menschen in den armen Ländern und wie ihr Konsum von Palmöl und auch manchen anderen Produkten die Regenwälder zerstört und daraus dann die Konsequenzen ziehen und solches Ding nicht mehr kaufen. Von Unilever oder von wo sind Sie? Ich bin nicht von Unilever. Okay, weil ich dachte gerade, die Ratten verlassen vielleicht das sinkende Schiff hier heute Abend, oder? Gut nach Hause, Vic, tschüss.